Hi und willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Wir sind jetzt endlich im Level, das wollte ich ja letzte Folge zeigen. Der Bohrturm. Ja. Ich weiß nur, wir müssen uns hier ein wenig beeilen. Oder wenn nur die Tür auf ist, beeilen. Keine Ahnung. Das werden wir gleich wieder sehen. Auf jeden Fall. Fakt ist. Ich weiß nicht, wie weit muss ich das zurückziehen. Ich ziehe das nochmal hier. Ein zurück. Fakt ist, wir sind in diesen Raum eingesperrt. Können hier rausschauen. Sehen dort ein Flugzeug. Haben hier eine Tür. Door. Aus der können wir dann raus. Und wir haben nur Munition. Wir haben keine Waffen. Und das ist blöd. Also, was tun und was machen? Ja, auf dem Kopf stehen und lachen oder so. Keine Ahnung. Nein, und zwar, wir gehen einfach hier hinten jetzt hin. Genau dorthin. Und ich möchte einmal hier safe staten. So, die Tür ist auf. So. Beeil dich. Beeil dich. Okay, wir haben jetzt die Sirene ausgelöst. Die andeutet, dass wir halt jetzt ausgebrochen sind. Und bis zum Opernhaus wusste ich eigentlich noch recht gut, wie das Spiel geht und wo ich alles hin muss und was ich halt alles machen muss. Und ich glaube, so jetzt bin ich eigentlich angelangt. Ja, weiß ich nicht. Jetzt muss ich suchen und ausprobieren. Wir haben da jetzt Dings. Wir sind jetzt ausgebrochen. Das war jetzt nicht so gut. Nein, ich habe gesafe-stated. Augenblick. Augenblick. So. Ich bin jetzt wieder mal ausgebrochen. Ich bin so böse. Ich bin jetzt das zweite Mal hintereinander ausgebrochen. Also das Problem ist, ich habe einfach keine Waffen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich so schnell an Waffen rankomme. Okay. Also, das wird jetzt hier auf jeden Fall ab diesem Bereich ein ziemliches Geschneider im Video. Habt ihr jetzt gerade eben schon wegen meinem Fail und so. Muss ich jetzt schon einmal schneiden. Also, ja. Wundert euch nicht, wenn da jetzt, weiß ich nicht. Ich mach mal hier einen Cut, ich mach mal da einen Cut. Ah, hier hab ich das doch. Hier haben wir das doch. Da, das habe ich gesucht. Genau so etwas. Dann ging das da hinten auf. Aber ich will da jetzt nicht schon so rüber. Denn ich will jetzt erstmal safe staten. Ich habe jetzt auch genug Safe States. 3 Stück, um genau zu sein. Wie weit muss ich weg sein, damit ich nicht reingezogen werde? Das meine ich. War noch nicht weit genug. So. Ich werde schon wieder so rangesaugt. Ist das blöd? Ist das blöd? Ich glaube, hier wäre ich unter Wasser gesogen. Ja. Also, wir machen das am besten so. Wir müssen ja da hinten ins Loch rein. Komm mal, was voller. Da sind die Fässer. Ich glaube, vom Fass aus wird man nicht mehr angesogen. Nee, wird man nicht mehr. Und jetzt schwimmen wir einfach nur noch hier lang. Gehen nochmal hier nach oben. Ihr seht das Geheimnis dort hinten. Da könnten wir ran, aber ich glaube, da müssen wir 20.000 Mal hin und her schwimmen hier. Und das ist ein bisschen aufwendig. Aber das Problem ist, solange wir erstmal keine Waffen haben, kann es aufwendig sein, wie es will. Weil weit kommen wir da auf jeden Fall nicht. Also, was machen wir erstmal? Wir haben jetzt erstmal hier ist etwas weiter geschafft. Und hier ist noch ein Hebel. So, mal gucken, was damit passiert, wenn ich den betätige. Okay. Es wird nicht gezeigt, was passiert. Wir haben dann halt da oben ein Loch. Wir haben jetzt hier das Loch. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne rein. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Okay, wir sind jetzt hier. Könnten eigentlich... Nein. Darüber, wenn wir Waffen hätten.
Da sehen wir schon einen. Da, der ballert schon. Ja, ohne Waffen wird das, glaube ich, eher weniger. Was? Wir könnten nochmal so schauen. Ey! Nicht den Kopf anstoßen. Ist das ein Flugzeug? Nein. Was soll das, Lara? Ein Schritt nach vorne. Dann Sprung nach vorne. Okay. Also, gucken wir, dass die Kamera nochmal drehen. Und versuchen das jetzt einfach so. Autsch. Also, ich will aufs Flugzeug. Ich habe keine Ahnung warum. Und was sagt mir so? Spring aufs Flugzeug. Was? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Augenblick. Das haben wir gleich. Na los, rüber da. Okay, das geht nicht. Aber wir haben diesen Einschalter da den einen Hebel da betätigt. Und ich habe jetzt echt gedacht, da würde das mit aufgehen. Ist aber nicht so. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ich lasse mal den Fritzen das aufschießen, mal gucken, wo ich hinkomme. Also wie gesagt, ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Und deswegen, ja, das sind so auch die Gründe, warum ich diese Spiele spiele, wie zum Beispiel Tomb Raider. Ich kenne mich nicht aus an diesen Stellen. Und einfach, falls ich dann in 10, 12, 15 Jahren, wer weiß, keine Ahnung, diese Videos schaue und das Spiel gerade am Spielen bin, vielleicht spiele ich es ja dann noch, dass ich dann auch selber so, ach ja, so ging das ja. Und deswegen, ja, mache ich gerade dieses Spiel. Jetzt haben wir die Turbinen aufgestellt. Ich weiß nicht wieso. Was jetzt so wichtig daran ist, die Turbinen auszustellen. Denn es ist eine Pistole. Die brauche ich. Augenblick. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin jetzt wieder hier an dieser Stelle zurückgeschwommen. Und wir können das mal ganz kurz hier hingehen. Und zwar, die eine Falltür, diese Klappe, hat sich jetzt geöffnet. Ich gehe mal davon aus, durch den Hebel, den ich da jetzt betätigt hatte, gerade an der Stelle, wo ich war. Und ich bin schon zu 100%ig sicher, dass ich hier gleich ganz elendig drauf gehen werde. Weil das war früher schon immer, dass ich hier gestorben bin. Nur beim Einsammeln. Und ich überlebe das. Tauch! Tauch! Also das ist hier so das größte Problem damals an Tomb Raider Spiel gewesen. So, man ist mit dem Kopf irgendwie an so eine Wand dran und dann hing man da erstmal so wie so ein Fisch zum Aufhängen. Aber das ist ja egal. So, wir haben das Geheimnis, wir haben noch etwas Luft. Das hat gereicht. Okay, wir müssen jetzt aufs Flugzeug. Komme, was wolle. Und ich will da auch drauf, weil ich die Waffen brauche. Oh, fuck, da steht der. Ohne Waffen. Darf ich jetzt einem Typen... Kamera, dreh dich doch so, wie ich dich haben will. Wenn der gleich losballert. Da hinten steht der Pisser. So, einmal saven. Ah, nein, 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 nein. Wieso springt Tomb Raider da nicht rüber? Also. So und so. Das geht nicht. So und... Nein. So. Ich glaube, ich darf das kurz mal splitten, das Video. Ich glaube, ich werde hier erschossen. Ich weiß nicht, wieso. Geht das vielleicht so? Augenblick. Das haben wir gleich. Ja. Ich sag Augenblick, ich habe das gleich. Und bam, beim ersten Versuch. Ich habe meine Waffe. Ich habe meine Waffe. Lecco mio. So. Da ich jetzt meine normalen Waffen habe,
ist das Level doch wieder sichtlich einfacher. Weil früher habe ich nicht mehr gewusst, wie man die Waffen kriegt. Und dann war da bei mir immer da so das Problem. Ja, jetzt bin ich hier. Und nu? Ohne Waffen kein Spaß. Also, Entschuldigung, dass ihr nicht sehen konntet, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber es war nur ein ganz einfacher Sprung. Habe ich nur ein bisschen blöd angestellt, schätze ich mal. So, hier haben wir die Taucherwesten. Die wollen wir nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Stirb! Ihr seht schon, die halten so viel aus, diese Leute. Außer er. Ja, schnell tot. Das war der Hannes und der Willi. Ihr werdet auch nur männliche Typis hier sehen, die hier rumlaufen und mich halt erschießen wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur irgendwie Homo Sapien Idioten sind oder so. Ich hab diese Stelle gehasst. Ich hab jetzt ein kleines Kind immer treffen lassen. So. Hier oben wollen wir nicht hin. Wir ziehen einfach mal die Waffen wieder. Ich brauche so viele Heilpots noch. Ja, Heilpots, Heiltränke. Ganz egal. Okay, hier brauchen wir die Chipkarte. Cool. Fernsehen gucken können wir auch. Das geht alles. Aber Fernsehen gucken will ich jetzt nicht. Links oder rechts? Links oder rechts? Schalter drücken. Okay, sie rühren das aus. Also, bei Tomb Raider ist bei mir echt immer eine einzige Sache. Und zwar immer der gleiche Fall. Alles drücken, was einem entgegenkommt. Alle Schalter, alles Mögliche. Ich bin so ein. Ich drücke einfach mal alles. Oh mein Gott. Das muss ich angehört haben. Egal. Egal. Da dieses Level wieder mal länger ist als ein normales Level, bevorzuge ich wieder mal zweimal 30 Minuten. Wir brauchen eine rote Chipkarte. Ich glaube, zweimal 30 Minuten wird wieder in Ordnung sein. Weil das hatte ich ja, glaube ich, schon in der ersten Folge gesagt und das habe ich auch schon mal wiederholt und das werde ich jetzt nochmal wiederholen. Tomb Raider ist für mich ein Spiel, da mache ich mehrere Parts in eine Folge. So, jetzt zücken wir wieder die schönen Wäffchen. Und das habt ihr ja auch im Opernhaus jetzt mitgekriegt. Aber ich glaube, das kann man sich auch sehr gut einteilen. Also man, weiß ich nicht, ich mache ein 30-Minuten-Video und dann sieht man so, ah, 30 Minuten. Und, oh mein Gott. Also so 30-Minuten-Video und dann sagt man so, ah, dann gucke ich jetzt 15 Minuten, dann gucke ich später nochmal 15 Minuten. So habe ich meine 30 Minuten, dann passt das. Natürlich nur, wenn man Lust bzw. Laune hat. Da zweimal einzuschalten. Wenn man genug Zeit hat und sieht so, ach ja, 30 Minuten, ich habe, weiß ich nicht, 45 Minuten Zeit, kann man sich das natürlich auch komplett durchschauen, wenn man Lust und Laune dazu hat. Also von daher, ja. Ich sehe da eher weniger Probleme mit 30 Minuten Videos auch hochzuladen. Jetzt stirb, lass mich in Ruhe. Ah, ihr seht das, ach, das ist doch ein Fest an Halbpots, Mini-Packs. Und ich glaube, da vorne ist die zweite Waffe. Ob ich jetzt hier alle Waffen finden werde, wieder. Ich habe keine Ahnung. Nee, Harpune. Das ist es. Der Granatwerfer. Das müsste der sein, oder? Oder? Der sieht anders aus als die anderen. Der sieht doch anders aus, als ob die. Das ist hier nur Zigarettenpackung oder so. Scheiß Raucher. Da auf dem Tisch ist nochmal sowas. Zücken einfach wieder die Waffen. Und unter einem Bett war etwas. Ein Schalter. Da drüben war er. So. Was bewirkt dieser Schalter? Das werden wir jetzt sehen. Okay. Das war der Abgrund in das Grauen. Soweit wie ich mich erinnern kann.
Wir schauen da gleich mal. Kaum Leben mehr. Also das sind Harpunen. Oder die Pfeile für die Harpune. Ah, das ist, glaube ich, dieser Teil. Ja. Da kommen wir noch hin. Das ist, glaube ich, ein anderes Level gewesen. So, wir brauchen aber immer noch diese rote Chipkarte. Ich gehe mal jetzt ganz hinten. Ah, fuck. Da. Mein Harpunenwerfer-Ding ins Pfeile schieße. Kack-Dreck-Pisse-Dings. So. Da. Harpune. Okay. Ich will jetzt nicht nochmal hier hin müssen. Deswegen, ich springe jetzt einfach mal ganz kurz auf jedes Bett nach oben. Da. Genau deswegen. Ist das mit Waffe? Aha. Oh, ich habe die nächsten Waffen auch. Wie geil. So, ich habe die Harpune. Ich habe jetzt meine Magnum, glaube ich. War das die Magnum? Automatik. Ja. Nachdem wir das jetzt haben, gehen wir jetzt hier drauf. Und ihr merkt schon, hier ist echt viel mit Zeit und so. So, ich habe jetzt 3 Safe States. Einfach weil ich das kann und weil ich das lustig finde. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da nach oben? Konnte ich da hochjumpen? Okay, geht nicht. Moment. Komm mal, was woll, aber ich muss da nach oben. So. Jetzt machen wir einfach mal hier ein Safe State. So. So. Alle hopp. Ah. So, und jetzt ist es hinter uns. Kann man nicht sehen. Augenblick. Ist jetzt wieder zu. Jetzt. Ich bin mal hier durchgeglitscht durch den Boden. War ich wieder unten und durfte das alles neu machen. Das war nervig. Oh fuck. Wie muss ich hier jumpen? Ich muss hier springen. Ah, Augenblick. Bessere Idee. Nee. So, habt man nicht gesafe-stated bis hierhin und macht das alles nochmal. Nur weil ihr einen Fehler gemacht habt. Das ist ein Spaß. So, die müssen wir jetzt erstmal hier rausziehen. Und zwar am besten machen wir das jetzt so. Diesen ziehen wir nochmal nach hinten. Und das ist auch richtig so, wie ich es mache. Hoffe ich doch. Nein, es wird schon richtig so sein. Und zwar, wir ziehen den nach hinten. Ich hab jetzt Bock, darüber zu jumpen. So. Den ziehen wir jetzt auch nach hinten. Einfach so. Dann laufen wir um den jetzt einmal rum, weil uns langweilig ist. Nein, das wollen wir nicht. Das will ich. Augenblick, ich spiele mal so ein bisschen vor. Und das müssen wir jetzt einmal. Ein falscher Schritt jetzt nur. Und ich brenne auf Ewigkeiten. Weil hier ist kein Wasser. So. Das ist in Ordnung so. Safe. So. Nein. Mit Anlauf? Ja, mit Anlauf. Und jetzt klettern wir einfach nach oben. So. Vorspulen gibt es jetzt erstmal nicht. Oh, gut, dass ich meine Waffe immer zücke. Oh, ist tot.
Und wir haben die rote Chipkarte. Ist das geil. Wir kommen gut voran. So, hier ist das eine Loch, was ich vorhin schon mal angesagt hatte hier. Da kommen wir nochmal hin. Da ist das Wasser, da war auch das eine Geheimnis, was wir eingesammelt hatten. Und da... Ich weiß nicht. Was war hier? Ha. Ich gehe einfach mal hier nach oben. Ich glaube, wir sind dann auf dem Gebäude drauf. Ganz oben. Jetzt ist die Frage, war hier was? Ich glaube, ein Geheimnis, oder? Ja, ein Geheimnis für Erkunder, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist ein ganz guter Name. Aha. Aha. So. Und im kein Tomb Raider-Spiel war das so nervig wie hier, wenn sie irgendwas gefunden hat. So. Ich weiß nicht. Sagt mir mal, was ist das Nervigste für euch gewesen? Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5. Anniversary, Underworld. Legends. Wenn sie auch ein Item gefunden hat, ein Gegenstand. Ist ja kein... Ja, obwohl, Items kann man es trotzdem nennen. Aber egal. Wenn sie was gefunden hat, was war am nervigsten für euch? Und warum? Nein, ich glaube, die macht überall... Von daher, jetzt sag, warum zu fragen, ist, glaube ich, das Dümmste, was geht. Aber wir haben die rote Chipkarte. Das freut mich. Wir können dann jetzt hier endlich lang... Langer sieht. Ich wollte hier schon immer mal sein. Ich habe gedacht, ich habe mehr Schwierigkeiten mit dem Level. Aber so richtig, richtig. Weil, wie gesagt, bis zum Opernhaus. Ihr habt volles Gedächtnis bis Opernhaus. Und danach ist finito. Deswegen spiele ich ja, wie gesagt, ja schon einmal erwähnt, deswegen spiele ich diese Spiele. Einfach weil dann diese Erinnerung fehlt. Oh, 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 wow, 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 wow. Habt ihr das gehört gerade eben, der eine? Der hat Schrotgewehr bei sich. Der macht... Wenn er schießt. Weiß nicht, keine Ahnung. Hat sich jetzt nicht danach angehört, wie... Was er da so macht, aber wir hauen da mal drauf. Mit der Automatik. Fahr weg. Ja, genau so. Diese Stelle war genauso unlustig. So. Einmal hopp. So. Wir haben jetzt schon mal neue Schrotflintenmunition. Und wir haben... Ach, diese Sirene. Ich weiß nur, die kann man wieder aufstellen. Irgendwo. Okay, unser Problem ist, wir müssen darüber. Hier ist kein Wasser drin. Wir wollen aber Wasser drin haben, schätze ich mal. Lara, wollen wir da Wasser drin haben? Ja. Dann ist sie gut. Ja. Ich bin auch super toll. Bartolino, mein Name. Nein, kurz umschauen. Okay, also ich glaube, ich weiß, wie dieses Rätsel wieder ging. Also Tomb Raider ist echt so ein Spiel, so da kommt man vom einen Rätsel ins nächste und wieder ins nächste. Ich mach das jetzt einfach mal schneller. Also irgendwie so ein Remix. Wing, 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 wing. Ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt festhalten wollte. Da will ich mich festhalten. So. Da ziehen wir jetzt einmal raus. Und weil wir jetzt hier nicht mehr weiter können... müssen wir jetzt hier wieder drauf. Ist das nicht geil? Oh, da geht mir so einer bei. Einmal so. Und dann schieben wir jetzt nochmal so nach vorne. So, und das war es jetzt auch erstmal wieder mit Vorspulen, denn wir müssen nicht schieben. Es ist einfach nur so bei kleineren Sachen, die lange dauern, wie zum Beispiel das Schieben. Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Da mache ich das dann so, dass ich das ganz einfach vorspule, weil das dauert Ewigkeiten. Beziehungsweise genauso auch das Klettern. Das Klettern an Langleitern. Ich glaube, das ist genauso. Ja, für mich ist das einfach nervig, selber. Da irgendwo hoch zu klettern oder so.
Ich weiß nicht. Meine Ansicht. Fick dich! Fick dich! Da war doch noch einer. Das weiß ich. Okay, wir brauchen eine grüne Chipkarte hier. Und... Nein, ach, mir fällt hin und wieder auch auf, wenn ich sowas hier mache, wie zum Beispiel Tomb Raider spielen, dann spoilere ich mich selber, um einfach... Ich weiß nicht, das ruft das nochmal in Erinnerung bei mir selber, wie jetzt genau was ging. Das ging ein bisschen schnell. Und dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, oh, ich spoilere jetzt die Zuschauer hier. Und das ist ja eigentlich nicht so das, was ich machen möchte, beziehungsweise was Sinn der Sache sein sollte. Weil, ja, soll halt nicht so sein. Ich möchte euch ja nicht spoilern, sondern möchte euch das zeigen. Ich möchte einfach, weiß ich nicht, gerade Retro-Spiele, wie jetzt zum Raider zum Beispiel, das ist, weiß ich nicht, ich habe mal Spaß daran. Deswegen, also nehmt mir das nicht böse, falls ich euch an manchen Stellen spoiler, weil ich dann halt nicht dran denke. Aber es ist einfach so. War das Wasser in Ordnung? Konnte ich da rein? Ja. So, wir müssen jetzt hier hin. Und jetzt ist hier kein Wasser. Jo. Ich sag mal, das ist kein Problem. Denn hier ist ein Schalter. Hui, 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 hui. Den betätige ich jetzt. Die Falltür ist jetzt auf. Breche ich mir auch das? Nein, breche ich nicht. Ich mach das nochmal. Ach so, hier war auch eine Leiter. Nicht gesehen. So, einfach mal wieder self-staten. Damit ich diesen Sprung nicht zimmer machen muss. Oder halt jetzt mich neu an die Kante stellen muss. Doch, muss ich dann höchstwahrscheinlich doch. Schau mal. Genau. So will ich das. Ich wollte echt das nicht machen, dieses. Das wollte ich eigentlich ein bisschen umgehen. So, jetzt gehen wir hier hoch. So, wer hat jetzt schon die Schnauze voll von dieser verkackten Sirene? Bei mir geht's noch. Bei mir ist noch alles im grünen Bereich. Grüner Bereich, grüne Karte. Blöde Wortspiele. So. Ah, ich will jetzt hier runter. Wie beim Opernhaus und so, die ganze Zeit hier. Ich rutsch mal runter. Ich mag das hier nicht. Da hinten steht ein Typi. Medipack erstmal. Wir sehen unten ein goldenes Geheimnis. Da unten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Unter dem Typi. Da hinten steht der Typi. Da so in diesem Bereich. Und da unten ist das goldene Geheimnis. Ich möchte es nicht einsammeln. Ich möchte es nicht. Ich könnte. Ich wollte. Da. Ein Taucher. Blöder Sack. Was Gast. Da steht er. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich will ihn aber angreifen. So, das Atmen, was ihr im Hintergrund hört, das ist auch alles diese Taucher, die hier unterwegs sind. Die können auch nach oben angreifen, hier wo wir stehen. In meinen Augen nicht so witzig, weil wenn man da so ein Pfeil von einer Harpune abkriegt, das tut schon weh, schätze ich mal. Beziehungsweise kann uns auch töten. Nein, kann uns eigentlich nur töten. Genau das möchte ich verhindern, dass ich runterfalle. Komplett. Deswegen sammle ich das Geheimnis auch nicht ein. Ich möchte in dieses verkackte Wasser. Da haben wir jetzt zum Beispiel mal so einen weißen Strich gesehen. Das ist von Harpune. Wenn wir Glück haben, wenn wir auf so flumm, flumm. Ich weiß nicht, weil, wie gesagt. Nein, nicht wie gesagt. Die Videosequenzen haben auch keinen Sound. Deswegen weiß ich nicht, ob wir hier dieses Fumm hören. Wenn die Harpune schießt. Aber die können auch durch den Fußboden durch. Und das ist nicht schön. Oh, fuck off. Stirb. Stirb. Er hat wieder eine Kreise. Das ist in Ordnung. Danke. Ja. Dann mach mal so. Was hast du denn Feines verloren? Neue Pfeile für die Harpune. Oh, da hinten ist ein... Meine Schrotflinte hat er verloren. Okay, da hinten ist so ein Spasti-Typi.
Den möchte ich jetzt erstmal nicht begegnen. Sondern ich will jetzt einfach mal... Einfach jetzt hier rüber. Einfach schauen, was hier ist. Und weg. Ich weiß, was das ist. Hier. Das ist, wenn wir runterfallen, kommen wir an dieser Stelle wieder nach oben. Gut zu wissen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen noch die grüne Chipkarte und dann beende ich erstmal den Part. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht. Fällt die dumme Lara-Nuss runter. So. Ja, ja, ja. Du bist ganz, ganz toll. Du da hinten auch. Ja, zieh du auch wieder deine Kreise. Das machst du sehr, sehr schön. Na los. Okay. Also Schrotflintenmunition hier. Aha. Einmal. Ein Harpunentaucher-Dingensbummens unten einmal. Dem möchte ich aber nicht begegnen, wenn es nach mir geht. Ein Loch hier oben in der Wand. Komme ich da so hoch? Okay, aber ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Doch, ich komme weiter. Augenblick. Wo komme ich hier hin? Wohin bringt mich das? Ah, ich weiß wohin. Ich glaube, ich weiß wohin. So, da will ich aber jetzt erstmal nicht hin. Sondern ich will jetzt erstmal hier runter. So. Einmal darüber. Und einmal safen. Denn jetzt muss ich... Ja. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Aber kaputt schießen. Okay, wir haben die grüne Chipkarte. Ich würde mal sagen, hier safe ich dann noch erstmal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.